herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von Armin Haringray. Wir spielen Phoenix Wright Trials and Tribulations weiter. Und ich habe ja beim letzten Mal natürlich eine Sache vergessen. Wir sollten der guten Maggie ja noch etwas geben von einer gewissen Person, die sie sehr gern, also diese gewisse Person, der Herr Gumshoe, der Inspektor, Mensch, der mag sie nämlich sehr gerne. Und deswegen sollten wir ihr doch diese Lunchbox überreichen. Oh ja, ich habe da etwas, das dir gefallen wird. Ja, was denn? Eine Lunchbox, nur für dich. Bitteschön. Wow, eine Lunchbox und Würstchen. Ich glaub's nicht. Danke, haben Sie die extra für mich gemacht, Herr Wright? Nee, Inspektor Gumshoe war's. Wer sollte dir sonst so eine schöne Lunchbox machen? Inspektor Gumshoe? Er macht sich wirklich Sorgen um dich. Und er hat sich damit echt eine Menge Mühe gegeben. Das kann ich nicht annehmen. Regel der Strafanstalt. Keine Geschenke erlaubt. Hey, nun komm schon, Maggie. Hab dich nicht so. Regel ist Regel. Wer sie bricht, kommt hinter Schloss und Riegel. Von einer Kellnerin, die Polizistin war, klingt das ganz schön furchterregend. Und außerdem... Ich hasse Würstchen. Oh, wirklich? Sie gehören Ihnen, Maya. Teilen Sie sie mit Herrn Wright. Aber... Sie hat recht. Immer noch besser, als sie wegzuwerfen. Aber... Stimmt wohl. Na, Gumshoes Lunchbox mit Maya zusammen aufgegessen. Und, wie war's? Weltklasse. Ich liebe Würstchen. Oh gut. Schön, dass ich Ihnen eine Freude machen konnte. Ach Mann, stell dich doch nicht so an. Der olle Gammelinspektor hat's doch nicht so gemeint, ganz ehrlich. So, apropos Gammelinspektor. 7. Januar, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Gerade ist der Hauptserver abgeraucht. Warum ist die Pressekonferenz noch nicht vorbereitet? Der Polizeipräsident ist schon da. Ja, und mit dem Internet gibt's auch ein Problem. Ich habe doch gesagt, dass Sie Ihren Computer im Moment nicht benutzen sollen, Chef. Ich muss Online-Videos sehen. Ich hinke bei meinem Lieblings-Let's Play hinterher. Hust. Das muss warten, Chef. Ich drücke jetzt auf den Knopf. Nein! Gerade wollte er der scharfen Freundin seines Sohnes seine Liebe gestehen. Geht wahrscheinlich um Sims 4 oder so. Oder Tomodachi Live. Nein. Wow, hier ist echt eine Menge los. Es muss irgendetwas passiert sein. Etwas richtig Großes. Hä? Was machst du denn hier, Junge? Inspektor Gumshoe. Ihr solltet wieder verschwinden. Sonst müsst ihr an der Besprechung teilnehmen. Hä? Heute haben wir ein ziemlich großes Problem. Warum? Was ist denn los? Es ist ein Virus. Ein Virus. Ein Virus? Ein Virus frisst sich durch das Computersystem des Reviers. Aber ich muss Sie unbedingt ein paar Dinge fragen. Ein Computervirus? Okay. Hat da jemand irgendwie ein paar Mail-Anhänge geöffnet, die er nicht hätte öffnen dürfen, oder wie, oder was? Okay, ich sage das jetzt nur einmal, also hör gut zu. Ja. Ganz egal, wie pleite du bist, leih dir niemals Geld von solchen Leuten, klar? Okay. Wenn du Probleme mit Geld hast, iss einfach für eine Weile Instant-Nudeln. Wir wollen eigentlich gar kein Geld leihen, Inspektor. Wir wollen Informationen. Oh, das ist alles? Nun also, Netkredit gilt als noch schlimmer als die typischen illegalen Kredithaie. Es sieht so aus, als ob die Firma seit kurzer Zeit in Schwierigkeiten steckt. Die Kerle waren wohl ziemlich ungeschickt darin, ihre Kredite einzufordern. Wirklich? Steck deine Nase lieber nicht in ihre Angelegenheiten. Es würde dir mächtig leid tun, diese Dame zu verstimmen. Okay, hab schon verstanden. Hey, Moment mal. Was hat er da gerade gesagt? Diese Dame? Welche Dame meinte denn Nick? Wir sollten herausfinden, was es mit dieser Dame auf sich hat. Ja, aber erstmal. Was ist eigentlich ein Computervirus, Inspektor Gumshoe? Keine Ahnung. Was? Weißt du, ich bin absolut kein Experte darin, klar? Und ich dachte, als Inspektor muss man eine gewisse Allgemeinbildung haben. Was soll das Gesicht, Junge? Willst du einfach behaupten, du weißt, was ein Virus ist? Und Nick, weißt du's?
Ein Computervirus? Klar. Ich meine, so ungefähr jedenfalls. Wirklich? Wow, du weißt echt alles, Professor Nick. Ja, ich werde dich ab jetzt Dr. Wright nennen. Dr. Wright, ja. Ah, herrlich. Egal. Hey, das klingt richtig cool. Nicht wahr, Dr. Wright? Warum kommt es mir nur so vor, als würden sie mich auf den Arm nehmen? Okay, fein. Ich bin zwar kein Experte, aber das Wesentliche kann ich immerhin erklären. Was ist ein Virus? Ein Virus ist ein Programm, das im Computer eindringt und Schaden anrichtet. Schaden? Du meinst, es jagt Computer in die Luft? Nein, der Schaden ist, nun intern. Dann jagt er das Innere in die Luft, richtig? Stellt euch die Daten über unseren Fall hier auf den PCs im Revier vor. Ein Virus könnte sie alle löschen. Diese Art von Schaden meine ich. Wow, das ist echt unheimlich. Ja, aber da ist noch etwas anderes. Viren sind ansteckend. Ansteckend? Die meisten Computer hängen doch in einem Netzwerk zusammen, oder? Ein Virus kann über das Netzwerk von einem Computer zum nächsten wandern. So verbreitet sich der Virus mit rasender Geschwindigkeit. Genau wie ein echter Virus, hm? Aber Nick, warum sollte jemand so ein Programm überhaupt schreiben? Ja, es dauert ewig, all diese Daten zu sammeln. Warum sollte sie jemand vernichten wollen? Nein, man infiziert doch nicht seinen eigenen Computer. Man schickt ihn jemand anderem. Was? Das ist ja schrecklich. Oh, ich verstehe. Das ist, als würdest du Godot anniesen, damit er sich eine Erkältung holt. Genau, dann könnte er nicht mehr vor Gericht erscheinen, weil er krank wäre. Sowas solltest du wirklich nicht tun, Nick. Das wäre nicht richtig. Wer? Was? Wo? Wieso reden wir denn plötzlich über mich? Naja, das ist jedenfalls ein Computervirus. Ein Programm, das Schaden anrichtet. Und die verschiedenen Viren haben unterschiedliche Namen, richtig? Ich habe das Gefühl, als hätte ich den Namen unseres Virus hier schon mal gehört. Der Name des Virus, hm? Ja, ich glaube, ich habe ihn auch schon mal gehört. Auch schon mal gehört? Okay, Moment, immer der Reihe nach. Also, zunächst einmal wollten wir uns über die nette Dame unterhalten. Violetta. Das ist das Mädchen, das bei NetCredit arbeitet. Du solltest dich von ihr fernhalten, verstanden? Ich mein's ernst. Sie sieht ein wenig nachtragend aus, nicht wahr? Wenn es nur das wäre. Was soll denn das heißen? Was könnte noch schlimmer sein? Sie heißt Viola Cadaverini. Sie ist die einzige Enkelin von Bruto Cadaverini. Bruto Cadaverini? Kennst du den, Nick? Noch nie von ihm gehört. Bruto Cadaverini ist das Oberhaupt der Cadaverini-Familie. Die Cadaverinis? Klingt ziemlich unheimlich. Wir kommen nicht an sie ran. Sie sind viel zu mächtig für die Polizei. Was? Mit was für einem Staat leben wir hier? Aber du willst dich anscheinend mit ihnen anlegen, oder? Nein, das habe ich nie behauptet. Ich lasse mir von Gumshoe am besten noch mehr über diese Familie erzählen. Okay, naja, mit was für einem Staat leben wir hier? Also, das ist halt so... So eine Frage, ne? Ich persönlich... Ach, na gut, vertiefen wir das Thema vielleicht nicht. Es wäre jetzt ein bisschen... Es wäre jetzt sehr abschweifend und... Gut, nee, Cadaverinis. Die Cadaverinis. Ich sollte mich vielleicht lieber da raushalten. Aber wer sind die Cadaverinis? Wer sie sind? Ein ziemlich furchterregender Haufen, das sind sie. Sie sind doch Polizist? Und trotzdem haben sie Angst? Was hat das zu bedeuten? Glaub mir, ganz egal ob Kind oder Polizist, diese Leute sind furchterregend. Sie haben großen Einfluss in der Welt des Verbrechens. Wir kommen nicht an sie ran. Sie haben einfach zu viel Knete. Knete? Das heißt? Sie kontrollieren praktisch den gesamten Schwarzmarkt in der Stadt. Den Schwarzmarkt, hm? Das schließt NetCredit mit ein, nicht wahr? Jawohl. Niemand stellt sich Bruto Cadaverini in den Weg. Niemand, versteht ihr? Interessant. Dann ist Viola also die Enkelin eines Mafia-Bosses? Ja, und jeder weiß, wie sehr Bruto sein kleines Mädchen liebt. Sie bedeutet ihm alles. Aber wie kam sie denn zu NetCredit? Keine Ahnung, Junge. Aber ich habe gehört, sie und der Boss von NetCredit sind fest zusammen. Fest?
So stand es in einer Akte, die ich im Zusammenhang mit Maggies Fall gelesen habe. Klingt nach einem ziemlich wichtigen Hinweis. Ja, obwohl, sind die jetzt wirklich so fest zusammen? Oder kann es nicht eher sein, dass unser geliebter Tiger ein ganz klein bisschen Schiss selber vor der Cadaverini-Familie hat? Irgendwas ist doch da komisch, oder? Aber, na gut. So, was wollte ich ihm jetzt noch zeigen? Ich wollte ihm was Bestimmtes zeigen, nämlich die CD. Inspektor Gumshoe, was das hier angeht... Was? Ich will mich jetzt auf Maggie und diesen Virus konzentrieren. Da kann ich... Das ist er! Dieser dumme Name, jetzt erinnere ich mich. Das dachte ich mir doch. Jetzt kommt's. Würdest du mich bitte nicht dumm sterben lassen, Nick? Was ist denn nur los? Ist ja gut, Maya. Du musst doch nicht gleich anfangen zu weinen. Der Name, der auf diese Sportzeitung gekritzelt ist und auf dieser CD steht. So heißt der Virus. MC Bomber. Was? Ja, der Virus, der jeden Computer im Revier infiziert hat, Junge. Können Sie uns bitte noch mehr darüber sagen? Das wäre zumindest... Furchtbar nett. Nein, ich will nichts untersuchen. Nein, nicht. Blups. Wir wollen reden. Und zwar über MC Bomber. Wir wissen schon seit einer Weile über den MC Bomber Virus Bescheid. Eine kriminelle Bande hat den obersten Gesetzeshütern einige... hat den obersten Gesetzeshütern einige Forderungen gestellt. Sie hat gedroht, den Virus in Umlauf zu bringen, wenn die Forderungen unerfüllt bleiben. Und wer sind die? Keine Ahnung. Wohl ein paar Heißsporne aus der Welt des Verbrechens. Und jetzt wurde der Virus in Umlauf gebracht. Ja, er steckt in jedem Computer der Stadtbehörde. Die Leute flippen total aus. Sie springen rum, als hätten wir Karneval. Diese ganze Geschichte mit dieser Bande und dem Virus... Wie in einem Sci-Fi-Film. Der Programmierer, der den Virus erschaffen hat, scheint ein echtes Genie zu sein. Im Moment rekonstruieren wir, welchen Weg der Virus auf dem Schwarzmarkt genommen hat. Sie meinen, jemand hat den Virus zum Verkauf angeboten? Ja. Und da dieser hier besonders mächtig ist, wird sein Preis auf einige Millionen Dollar geschätzt, Junge. Einige Millionen? Ein Virus kann so viel wert sein? MC Bomber in der Gerichtsakte aktualisiert. Ah, ich fass es nicht. Ich habe fast das Wichtigste vergessen. Und das wäre? Na, die Lunchbox. Lief alles gut? Lunchbox? Du weißt schon, die Würstchen? Ich hasse Würstchen. Oh, ja. Die Würstchen. Und wir haben die Würstchen auf dem Weg zum Magen geschmeckt. Hä? Tja... Sie waren lecker. Echt? Das hat sie gesagt? Wirklich? Nun, nicht ganz. Kein Problem, Kleine. Sowas ähnliches habe ich mir schon gedacht. Darum habe ich mich vorbereitet. Vorbereitet? Wie meinen Sie das? Ich habe eine Jumbo-Lunchbox gemacht. Jumbo-Jumbo. Eine Wambo, ja. Nee. Oh. Tu mir einen Gefallen, ja, Junge? Kannst du ihr das hier überbringen? Das ist definitiv eine schwere Bürde, in vielerlei Hinsicht. Ich sehe schon Maggies funkelnde Augen vor mir, wenn du sie ihr gibst. Wieder Würstchen, Nick. Sag nicht, dass wir die alle essen sollen. Gumshoes Lunchbox Maya gegeben. Schon wieder. Ich krieg echt nichts mehr runter. Gut, okay, aber es war ja... Na gut. Ja, war ein Versuch wert, war nett, Inspektor. Ja, in der Tat, schön. Würstchen, tralala. Ich selber, also so oft im Jahr, so richtige Würstchen, so Wiener Würstchen oder was weiß ich, das kann ich vielleicht ein oder zweimal im Jahr essen, aber dann ist auch schon gut. Bratwürste, das finde ich, ja, also grillen, kein Problem oder so, das mag ich gerne. Aber so richtig normale Würstchen, jetzt so für unterwegs oder so, das ist jetzt nicht so meine größte Leibspeise. Maggie ist auch gar nicht mehr da. Okay. Gehen wir mal wieder in Richtung Trebien. Und, ach so, ja, wir sollten ja eigentlich mit Herrn Armstrong nochmal sprechen, oder? 7. Januar. Trebien, Küche. Herr Armstrong ist wohl wieder nicht da. Aber das Restaurant ist geöffnet. Ein geöffnetes Restaurant ohne Koch? Das geht nicht. Hey, das ist nicht meine Schuld, Nick. Lass es nicht an mir aus. Nur wenige Minuten nach dem Vorfall verließ Herr Kudo den Tatort und ließ Herrn Armstrong allein.
Ah, ausgerechnet jetzt ist er weg, wo wir so dringend mit ihm reden müssen. Vielleicht geht er uns absichtlich aus dem Weg. Könnte unter Umständen sein. Gut, wohin geht es jetzt? Tja, gute Frage. Wir haben jetzt so mittlerweile eigentlich alles ziemlich gut abgeklappert. Eventuell kommen wir jetzt ja tatsächlich hier bei Netkredit ein bisschen weiter. Die gute Frau, die hatte ja, die hatte ja irgendwie noch so ein paar Geheimnisse vor uns und so, ne? Und die könnten wir unter Umständen jetzt lüften. Der Kopfverband. Sie haben gesagt, der Verband um Ihren Kopf rührt von einer Sie haben gesagt, der Verband um Ihren Kopf rührt von einer Operation? Sie haben auch gesagt, Sie hätten eine tödliche Kopfverletzung erlitten, ja? Ja. Die Operation war sehr schwierig, wie es scheint. Mit tödlicher Verletzung meinen Sie, dass Sie irgendwie sehr schwer verletzt wurden? Hat diese Verletzung etwas hiermit zu tun? Hat diese Verletzung etwas hiermit zu tun? Okay, eventuell Reparaturrechnung? Rechnung für Autoreparatur über $15,000? Tiger hat sie an Familie Cadaverini bezahlt. Hier habe ich eine Autoreparaturrechnung. Daraus geht eindeutig hervor, dass dieses Auto in einen Unfall verwickelt war. Zeigen Sie die mal her. Diese Rechnung ist auf die Cadaverinis ausgestellt. Ja, das ist sie. Ich glaube, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Sagen Sie mir, was haben die Cadaverinis mit mir zu tun? Ich glaube kaum, dass sie sich jetzt im Nachhinein noch vorstellen wird. Na gut. Ihre Beziehung zu den Cadaverinis ist sehr eng. Und zwar aus diesem Grund. Bruto Cadaverini, Kopf des Verbrechersyndikats der Familie Cadaverini, lebt nur für seine Enkelin. Ich weiß genau, wer Sie sind. Viola Cadaverini. Sie haben sich diese Verletzung bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Es ist vor etwa 4 Monaten passiert. Ich fuhr mit einem der Autos der Familie, als mir jemand die Vorfahrt nahm. Es war ein Motorrad oder so etwas ähnliches. Ich kann mich kaum erinnern. Wie auch immer, als ich ihm ausweichen wollte, kam ich ins Schleudern, aber... Ich bekam einen Schlag. Auf den Kopf. Einen richtig heftigen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was ist denn mit der Person auf dem Motorrad passiert? Ich glaube kaum, dass er damit davongekommen ist, die Viola Cadaverini zu verletzen, oder? Ich weiß nicht, was mit dieser Person passiert ist. Ist weggerannt. Das wurde mir gesagt. Weggerannt? Wenn der Täter geblieben wäre, dann hätte ich... ist das möglich? Die am Unfallort geflohene Person war bestimmt, na wer wohl, haben wir anhand des Bildes schemenhaft gerade schon erkennen können und irgendwie ergibt das schon Sinn. Es war dieser Mann, richtig? Er hat den Unfall verursacht. Das war nicht Don Tiger. Ich weigere mich, das zu glauben. Wir sind zusammengestoßen. Das Motorrad und mein Auto. Aber Don Tiger ist überhaupt nicht verletzt. Oder doch? Es war der Tiger, der den Unfall von Viola verursacht hat, das spüre ich. Außerdem hat sich eine ihrer Sperren gelöst, also muss sie ihn auch verdächtigen. Tut mir leid, Fräulein Cadaverini. Aber ich kann beweisen, dass der Tiger mit seinem Motorrad an einem Unfall beteiligt war. Ja, indem wir einfach den wundervollen Motorroller vorzeigen, ne?
Gehört meinem Doppelgänger. Der Radschutz ist kaputt. Es ist eigentlich kein Motorrad, aber Herr Tiger fährt doch einen Motorroller, nicht wahr? Und Ihnen wird auffallen, dass der vordere Radschutz schwer beschädigt ist. Fräulein Cadaverini, Sie kennen doch die Wahrheit, stimmt's? Diese Reparaturrechnung wurde von Furio Tiger beglichen. Die Cadaverinis wissen schon ewig, wer den Unfall verursacht hat, nicht wahr? Das ist möglich. Vielleicht. Irgendwo in mir drin weiß ich, dass es stimmen könnte. Ich hab's gewusst. Aber Don Tiger hat mir dennoch das Leben gerettet. Die Operation war sehr kompliziert. Sie war auch sehr, sehr teuer. Von welcher Summe ist denn die Rede? Sehr, sehr, sehr teuer. Sie zögert, mir die richtige Zahl zu nennen. Ich sollte sie in Ruhe lassen. Tja, wie auch immer. Der Tiger hat dafür bezahlt, richtig? Nachdem ich genesen war, hat Don Tiger zu mir gesagt. Er hat gesagt, dass er für die Operation bezahlt hat, weil er sich um mich sorgt. Ich glaube ihm. Wirklich? Glauben Sie tatsächlich, dass das stimmt? Möchten Sie wissen, was ich denke? Ich glaube, er hat nicht wegen Ihnen die Operation bezahlt, sondern wegen jemand anderem. Tja. Wegen wem bloß? Natürlich, wegen dem alten Brutto. Vielleicht sollte ich das nicht sagen, aber Ihr Großvater, Brutto Cadaverini, besitzt viel dubioses Bargeld, oder? Und Sie sind sein ganzer Stolz. Gewiss, ich weiß nicht, wie viel die Operation gekostet hat, aber wenn Sie nicht die Enkelin von Herrn Cadaverini wären, denken Sie, dass Herr Tiger das Geld dann trotzdem bezahlt hätte? 1 Million Dollar. Blockade gelöst. Ja, gut. Aber die Geschichte um Ihren Kopfverband? Die weitere Geschichte, die ganze Wahrheit. Erfahren wir dann erst beim nächsten Mal, wenn es dann wieder weitergeht mit Phoenix Wright Trials and Tribulations. Ich muss jetzt definitiv eine Aufnahmepause machen, weil ich gerade schon merke, dass ich so leichte irgendwie Vorleseschwierigkeiten habe und so. Das ist alles irgendwie blablabla. Ich Let's Play auch schon irgendwie einen halben Nachmittag, deswegen, das ist nicht gut. Man muss auch irgendwann mal wissen, wann Schluss ist. So, und heute ist definitiv Schluss. Ich werde jetzt noch ein bisschen was für mich daddeln, Videos bearbeiten, Stream gucken, so ein Gedöns halt. Und ihr macht irgendwelche anderen tollen Dinge, hoffe ich zumindest. Für den Moment sage ich dann aber erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.